Ich möchte uns noch ein kurzes Schriftwort lesen aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 2, vom Anfang die ersten 12 Verse. Matthäus 2, von Anfang, also die ersten 12 Versen. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, sieh, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und er fragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen war, und wies sie nach Bethlehem und sagte: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind, und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie los. Und sie, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude, und sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg weiter in ihr Land. Wir haben jetzt und vorhin in der Einleitung von der Geburt Jesu gehört, über die Geschichte der Geburt Jesu. Und wisst ihr, das war damals eine einmalige Kundgebung Gottes. Es geschah nur einmal so, dass Gott so zu den Menschen gesprochen hatte und so eine Kundgebung gegeben hatte, dass den Menschen ein Christus geboren wird. Ja? Und die Engel, wir haben gehört, Bruder Igor hat uns gelesen, sie sangen ein Lobgesang und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Ja? Es war eine Freude, nicht nur für die Menschen, es war die Freude auch für die Engelwelt. Es war eine Freude für uns Menschen, auch für die ganze Menschen der Erde. Und das, was geschehen jetzt ist, das kam von Gott. Das kam nicht durch Menschenhand oder Willen, das kam, dass Gott hat Großes getan. Und Gott hat nur nicht jetzt Freude und Frieden gebracht auf die Erde, sondern er sagt auch für Menschen etwas, was ein Wohlgefallen sein wird, was den Menschen wohltun wird für ihre Seele. Das war Christus, als er geboren ist. Und als Bibelleser wissen wir, dass die Propheten Gottes schon Jahrhunderten schon auf Christus immer hingewiesen haben. Sie haben immer so welche Kundgebungen auch gegeben, dass einmal wird kommen, der das Volk retten wird, dass er kommt auf Erde. Und die Bibel sagt uns, als die Zeit dann erfüllt worden ist, als die Zeit, die richtige Zeit angekommen ist, hat Gott seinen Sohn gesandt auf die Erde. Und ich will nur uns etliche Kundgebungen lesen, die nur so direkt verbunden worden sind. Wir können nicht alles lesen heute. Aber mit dem Kommen des Herrn, zum Beispiel Kundgebung an den Zacharias. Das war der Vater von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer war ja der Vorbote Christi, Vorbote Jesu. Er sollte kommen und das Volk vorbereiten. Und das lesen wir auch in Evangelium Lukas. Lukas in Kapitel 1. Ich lese uns von Vers 13.
Aber der Engel, Gott sandte wiederum einen Engel zu Zacharias, sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Er wird für dich Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das war die Kundgebung, dass vor Christus noch kommen wird ein Prophet Johannes. Und im Vers 17 sagt der Engel zu Zacharias: Und er wird vor Christus hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Weisheit der Gerechten und dem Herrn ein gut vorbereitetes Volk zu richten. Für das war jetzt Johannes der Täufer gesandt, um den Weg, das Volk etwas vorbereiten. Jetzt bald kommt euer Retter, ja. Und dann wissen wir auch, dann 6 Monate später kam die Kundgebung an die Maria, an die Frau Josefs, an die Maria, hat auch der Gott einen, den Engel Gabriel gesandt. Und im Vers 26 lesen wir: Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die einen Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und Gott gibt noch eine Kundgebung. Und ich lese dann im Vers 30. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen und so weiter. Wir kennen die Geschichte, darum lese doch nicht alles. Ja. Und das war eine direkte Kundgebung Gottes zu den Menschen, zu Maria. Ja. Und wir haben auch gehört dann vorhin in der Einleitung, Gottes Kundgebung durch die Engel zu den Hirten. Auch eine Erscheinung, die Gott so vor den Menschen, so in seiner Herrlichkeit offenbart ist, ja, sich offenbart hat und sprach zu den Engeln und ihnen die Botschaft gebracht, als Jesus schon geboren worden ist. Und dann möchte ich dann noch heute mehr sprechen über noch eine Kundgebung. Und das war um die Weisen aus dem Morgenland. Und ich habe überschrieben die Botschaft: Lass dich zu Jesus führen. Die Weisen aus dem Morgenland. Morgenland wissen ja wahrscheinlich alle, was das bedeutet. Ja? Es ist jetzt, wenn wir aus Europa aus schauen würden, Richtung Orient, sagen wir, Richtung der aufgehenden Sonne, das ist jetzt das Morgenland. Ja? Da, wo die Sonne aufgeht. Und irgendwie ist solch eine Richtung, kamen kamen weisen Menschen nach Jerusalem. Eigentlich ist es nicht festgelegt, wie viele es gewesen sind. Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen. Es wird, die Bibel sagt uns, die Weisen. Jahrhunderte später wurde es dann irgendwie bestimmt, dass es 3 sollen sein und die Namen. Aber die Bibel spricht uns darüber überhaupt nicht, gibt keine Auskunft, wie viele es gewesen sind. Ist auch in dem Geschehen jetzt, in dem, was Gott auf der Erde gemacht hat, überhaupt hat keinen Zweck oder keinen Sinn über das Reden. Ja. Aber es kamen weise Menschen nach Jerusalem. Wie kamen sie? Sie haben einen Stern gesehen in ihrem Land. Und das Wort sagt uns so interessant: Sie kamen nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Sie haben viele Sterne gesehen. Wir sehen auch heute viele Sterne, ja? Hellere Sterne, dunklere Sterne, ja? Aber sie sagen, wir haben seinen. Sie sagen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, bei uns dort weit weg von hier. Was ihnen klar geworden ist, ja, es ist ein König geboren. Und als sie diesen Stern gesehen haben, gingen sie los. Wisst ihr, ich habe so ein bisschen nachgedacht. Warum sind sie eigentlich gegangen? Warum? Warum haben sie alles stehen lassen und sind gegangen? Es wurde ihnen von Gott offenbart, das glaube ich jedenfalls, dass in Judäa ein König geboren worden ist, ein Fürst. Und dies ist ein besonderer König,
Und sie haben beschlossen, wir wollen gehen und ihn anbeten. Und der Stern, der begleitete sie unterwegs. Es ist nicht bekannt, ob er immer vor ihnen stand, ob er Tag oder und Nacht immer vor ihnen herging. Es sieht man so nicht so. Ja. Aber eins wissen wir, sie müssen nach in das Land Judäa gehen. Und wir lesen ja, dass sie kamen in Jerusalem an und fragen, wo ist der neugeborene König? Und sie haben erkannt, dass dieser Stern nur um dieses Kindes willen erschienen ist. Manche sagen, sie war Sternkundige und so, vielleicht, ja. Aber was sie gesehen haben, da ist ein neuer Stern erschienen am Himmel, einen neuen Stern haben, und sie haben sich aufgemacht. Ob der Weg leicht oder schwer gewesen ist, weit oder lang, wissen wir heute nicht, ja. Aber was wichtig ist, sie ließen sich durch diesen Stern leiten, zum Jesus, um Jesus zu sehen. Sie wollten nicht kommen und den König Herodes sehen, das haben sie nicht vorgehabt. Sie wollten nicht den herrlichen Tempel sehen, sie wollten nicht vielleicht die herrliche Stadt Jerusalem damals sehen, wie sie damals gewesen ist. Das wollten sie nicht. Sie wollten nur das eine. Sie wollten dahin kommen, wo der König geboren ist. Sie wollten nur Jesus sehen. Und sie ließen sich leiten durch diesen leuchtenden Stern. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie manchmal gegangen sind, ja, und abends wieder der Stern so hervorleuchtete, wie sie sich gefreut haben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Wisst ihr, es ist so wichtig gewesen für ihnen, dass sie dahin kommen, auf dem richtigen Weg sind, ja. Und als sie gekommen sind nach Jerusalem, haben wir gelesen, fragten sie, wo ist jetzt der König? Was interessant ist, keiner in Jerusalem wusste, dass ein König geboren ist oder sollte geboren werden. Keiner hat einen Stern gesehen, nichts. Aber was kam über die Stadt? Sie erschraken. Selbst Herodes, er hat einen Schrecken bekommen. Wieso? Er ist ja König jetzt in diesem Land. Da ist noch ein König geboren. Und es heißt, er ließ nachforschen, nachprüfen. Er ließ kommen die Pharisäer, die Schriftgelehrten und sagt, wo sollte das geschehen? Und sie wissen das alles. Sie wissen das alles und sie sagen, ja, in Bethlehem, in Judäa, in diesem Land, sollte ja in Bethlehem Christus geboren werden. Interessant, sie wussten das, aber sie wollten ja das nicht sehen. Merken wir, wie ein Unterschied, ja, wenn man wissen kann, dass ein Christus ist, ja, dass Christus geboren ist, dass Christus gerettet, die Rettung und Heil und Frieden und ein Wohlwollen gebracht auf die Erde, aber man will ihn doch nicht anbeten, ja, man will doch nicht zu ihm gehen. Und so war die Stadt Jerusalem. Das war eigentlich die Stadt, wo die Menschen, die da kamen, Herodes das erklärt, das müssten die Ersten sein, die zu dem Kind eilen müssten. Sie gingen aber nicht, ja. Und wir lesen, dass als sie dann vom König, sagen wir so, losgeworden sind, er hat ja eine Absicht gehabt, wir wissen, was danach passiert ist mit den Kindern, aber als sie losgeworden sind von ihm, es heißt Vers so, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie los. Und sie, der Stern, den sie im Osten gesehen haben, der erschien ihnen. Merken wir, ja, als sie sich frei gemacht haben von den Menschen, von Menschen, die eigentlich mit Christus nichts zu tun haben wollten und nichts hatten mit Christus, ja, die mit Christus nichts anfangen konnten, als sie von ihnen loswerden geworden sind, erschien ihnen wieder der Stern. Und das heißt, und ging vor ihnen her. Und jetzt lassen sie sich führen, der Stern ging von ihnen her, und es heißt, und er blieb oben an dem Ort stehen, ja, an dem Ort da, wo jetzt Christus geboren ist, blieb er stehen über Bethlehem. Und es heißt so, als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude. Sie freuten sich, dass sie jetzt dahin gekommen, wo Christus ist. Wisst ihr, sie freuten sich, dass sie Jesus da gefunden haben. Sie freuten sich, dass sie
zum Ziel ihrer Reise angekommen sind. Und wisst ihr, mein Herz ist so voll mit Verlangen, dass viele Menschen noch diese Freude haben können. Wisst ihr, dass sie eine Freude haben können, dass sie endlich dahin gekommen sind, wohin der Stern sie geführt hatte oder wohin der Stern führen will. Ja. Und sie haben das gefunden, wonach ihr Herz sich sehnten. Was wäre passiert, wenn die Weisen das gesehen hätten im Morgenland, also im Osten? Wenn sie das gesehen, den Stern gesehen hatten und sie wussten, der König ist geboren. Sie wussten, der König ist geboren, der es wert ist, um angebetet zu werden. Warum? Und wenn sie nicht gegangen wäre, wie viel hätten sie verloren? Wisst ihr, sie hätten sich um vieles beraubt. Sie hätten Jesus nicht gesehen, so wie er ist. Sie hätten nicht anbeten können. Sie hätten können ihm kein Geschenk bringen. Sie hätten diese Freude, es heißt, als sie der Stern seien, als erfassten sie große Freude, diese Freude, es wäre ihnen, sie hätte sie nie gehabt. Sie hätte diese Freude nie erfahren, weil sie, wenn sie nicht dahin gegangen wären und sie wären ohne Jesus geblieben. Wir haben gelesen, auch als die Hirten hörten die Botschaft, was tun sie dann? Ich will das kurz lesen, dann noch in Lukas, ja. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns noch nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen und so weiter. Wisst ihr, sie haben jetzt alles liegen lassen. Sie haben eigentlich verstanden, jetzt, sie sind da Hirten, sie sind wahrscheinlich verantwortlich gewesen für diese Herden und alles Mögliche. Aber es war ihnen in diesem Moment nichts mehr wichtig. Sie wollten nur das eine. Sie wollen eilen und das Kind sehen. Sie wollen alles liegen lassen und das Kind sehen. Und sie haben das getan und sind gegangen und haben gesehen und sie haben eine Botschaft verbreitet. Sie haben selbst eine Botschaft verbreitet, dass Jesus Christus geboren ist. Und so haben wir gesehen, dass, ob das die Weise gewesen sind, ob das die Hirten, sie ließen sich führen lassen. Wisst ihr, sie gingen, sie ließen sich führen lassen. Ja? Und so lässt Gott manchmal heute auch einen Stern aufgehen. Wisst ihr, Gott lässt heute noch einen Stern aufgehen. Gott kann heute so einen einfachen Hirten zu mir und zu dir schicken. Einen einfachen, der vielleicht in einfachen Worten ist, der vielleicht so unscheinbar ist, aber Gott kann so einen kleinen Stern zu uns führen und sagen, weißt du, da ist Christus geboren. Christus ist geboren, er ist für mich und für dich geboren. Er ist nicht geboren so übergreifend, damit einer oder andere selig werden könnte. Er ist geboren, damit alle selig werden und keiner verloren geht. Ja. Und dieser Stern und dieser kleine Hirte, der einfache Hirte, kann dich zu Jesus führen. Es bleibt nur, sich führen zu lassen. Ich habe so nachgedacht, wir haben doch so Einladungen verschickt und so verschiedene Weise. Aber weißt du, vielleicht war diese Einladung gerade dieser Stern heute für dich. Vielleicht war diese Einladung gerade der Stern, der dich führen könnte zu Jesus Christus. Die einfache Einladung führt zu einem Gottesdienst. Gottesdienst feiern wir in der Gegenwart Gottes. Wir glauben, dass Gott in uns ist und mit uns ist. Und die Weisen aus Morgenland, sie haben das nicht versäumt. Und es war wichtig, sie haben sich führen lassen, damit ihre Herzen, die wurden mit einer göttlichen Freude erfüllt. Wisst ihr, das, was sie erfahren haben, das, was sie jetzt, die Freude, welche sie jetzt erfahren haben, die war nicht für 5 Minuten, die war nicht für einen Tag, die war nicht für eine bestimmte Zeit. So eine Freude, die immer bleibt für die Menschen, der zu Jesus kommt. Ja. Und was wir noch besser machen könnten als die Weisen. Es heißt dann in
Vers 12. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückkehren, weil Gott schützte das Kind. Und sie zogen auf einem anderen Land, Weg wieder in ihr Land. Wisst ihr, sie sind ja weggezogen. Aber was du machen, besser machen kannst, bleiben. Bleiben bei Jesus Christus. Wenn Jesus dich geführt hat zu dem, mit dem Stern, ja, wenn du gekommen bist, dann kannst du bleiben und immer bei ihm sein. Und Johannes Evangelium sagt uns noch, als Jesus sprach Worte aus, in Johannes Kapitel 6, im Vers 35 spricht Jesus, ich habe mir falsch aufgeschrieben, jedenfalls sagt Jesus so, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird niemals, niemals. Ja, Entschuldigung, ich habe falsch geschaut. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Wisst ihr, Jesus spricht, dass er das Brot des Lebens ist. Was ist das natürliche Brot für uns heute? Das ist ja eigentlich ein von den Grundnahrungsmitteln. Und wenn ein Mensch Brot hat und Wasser hat, wird ja nie Hunger sterben. Obwohl heute die Meinung vom Brot ziemlich anders ist. Ja, man soll ja fast keins essen. Aber im Grunde genommen, wenn ein Mensch Brot hat, ja, er wird nie Hunger sterben. Obwohl das gesagt wird, es ist nicht mehr gesund. Aber Jesus sagt, ich bin das. Wenn ihr mich habt, dann bin ich euer Brot des Lebens. Und wenn ihr das Wort Gottes habt, dann werdet ihr nie mehr Durst haben, weil das ist ja eigentlich das lebendige Wasser. Ihr werdet nie dürsten, ihr werdet immer genug haben. Ihr werdet immer so viel brauchen, wie viel ihr heute, für den heutigen Tag braucht. Ich werde so viel brauchen, damit ihr stehen bleiben könnt und nicht fallen. Ja. Und wisst ihr, in Jesus werden die Seelen geborgen, in Jesus wird Frieden gefunden, in Jesus wird Ruhe in die Seele eingehen und in Jesus haben wir die einzige Hoffnung, einmal bei ihm im Himmel zu sein. Und ohne Jesus, ohne sie geleitet werden durch den Stern, ist es schwer, zum Leben durchzugehen. Ja? Und mit Jesus können wir durch viele schwere Zeiten viel leichter durchgehen, weil wir haben einen Trost, wir haben eine Hilfe. Und ohne Jesus kann keine Seele in den Himmel kommen. Apostel Peter spricht von einem Morgenstern. Ihr könnt zu Hause lesen, in 2. Petrus Kapitel 1, dass er sagt, dass ihr dieser Morgenstern in euren Herzen aufgehen. Und die Offenbarung sagt uns Johannes auch so, dass Jesus spricht so, ich bin der helle Morgenstern. Wisst ihr, das hat mich so bewogen, uns das zu sagen. Wisst ihr, es ist etwas Sonderbares, es ist etwas Wunderbares. Und Jesus sagt, ich bin nicht ein dunkler Stern. Ich bin nicht etwas, was euch eingrenzt im Leben. Leider denken Menschen, dass die gläubige Menschen sehr eingeschränkt. Aber wisst ihr, das weiß man erst, wie man das geworden ist, dass es eigentlich eher eine Freiheit ist. Dass man nicht mehr sündigt, dass man frei ist und es etwas Herrliches und Helles, dass es ein Licht ist. Darum sagt Jesus, ich bin der Morgenstern. Und so wünsche ich uns allen, uns führen lassen zu diesem hellen Stern, zu Jesus Christus. Denn heute ist euch in der Stadt geboren, der Heiland, der Ritter. Wissen wir, was der Heilen bedeutet? Der Heil bringt. Der Heil jede Seele bringt. Der jede Seele helfen möchte. Er heilet sie. Er heilet sie und macht die Seele gesund. Er macht die Seele wieder lebend. Sie kommt zu einem Leben. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.